Meine wichtigste Beauty-Routine sind nicht irgendwelche Hautbehandlungen oder teuren Cremes, sondern das tägliche Trinken von kalt gepressten Säften, von Gemüsesäfte oder Veggie-Säfte, klingt natürlich ein bisschen cooler. Und ja, unsere Böden sind ja heutzutage ausgelaugt, was Nährstoffe angeht. Und deswegen hat natürlich unser Obst und Gemüse nicht mehr so den Nährstoffgehalt wie noch vor 50 oder 100 Jahren. Und da kommen frisch gepresste, kalt gepresste Säfte ins Spiel. Denn dort habt ihr gebündelt viele Nährstoffe enthalten, die unser Körper braucht. Und viele Menschen können diese auch viel, viel besser aufnehmen, denn diese Nährstoffe gehen sofort ins Blut und somit werden die Organe und die Zellen auch schneller versorgt. Ja, und inspiriert wurde ich damals von Dr. Norm Walker. Ich habe mir dann einen Entsafter angeschafft, einen gebrauchten von Greenstar damals, war sehr mühsam zu entsaften. Ja, und dann habe ich täglich Karottensäfte getrunken, wie er auch in seinem Buch beschrieben hat, und sah irgendwann aus wie ein Lobster. Zudem sind Veggie-Säfte sehr gut für unser Darmmikrobiom bzw. für eine gute Diversität unserer Darmbakterien, sowohl auch für das kardiovaskuläre System. Ich möchte hier natürlich keine medizinischen Empfehlungen abgeben. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung und freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Das motiviert mich dann immer weiterhin, Videos auf diesem Kanal hochzuladen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich denke immer, zusammen sind wir stärker und das wäre natürlich richtig schön, dich mit an Bord zu haben. Ja, eine weitere Sache, die ich an frisch gepressten Säften so liebe, ist, dass sie den Körper so sehr hydrieren bzw. mit Flüssigkeit versorgen und das wirklich auf Zellebene. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn Säfte sind auch strukturiertes Wasser. So nennt man es ja heute, oder hexagonales Wasser, was noch so seine ursprüngliche Informationen besitzt. Denn ja, bevor überhaupt das Wasser in das Obst oder in das Gemüse gelangt, wird es ja von der Mutter Natur gefiltert oder beziehungsweise von den Wurzeln. Und ja, deswegen habt ihr dann natürlich super tolles Wasser mit vielen Phytonährstoffen, Mineralien, Vitaminen. Und nicht vergessen, auch viele Enzyme, die in unseren Körper gelangen. Und ja, alle Nahrung, die tot ist oder beziehungsweise gekocht, hat ja leider keine Enzyme mehr. Somit sind natürlich die Säfte eine reine Wohltat für unseren Körper. Ja, aber was hat das jetzt alles mit Anti-Aging zu tun? Mir ist schon aufgefallen, bei Menschen, die ich so über die Jahre getroffen habe, und ich habe ja viele Menschen getroffen, die sich überwiegend von Rohkost ernähren und auch täglich entsaften, die Haut wirkt immer so ein bisschen anders. Die Augen strahlen immer sehr und vor allen Dingen, ja, kann das natürlich auch die Haut so hydrieren, so dermaßen, dass sie insgesamt verjüngt und glatter aussieht. Ich habe ja leider nie eine gute Haut gehabt in meinem Leben und ich glaube, die beste Haut habe ich immer, wenn ich täglich wirklich mich an meine Routine halte und täglich frische Säfte trinke. Und wenn ich täglich meine Haut mit Säften hydriere, dann merke ich auch, wie schön weich meine Haut wird, also wirklich so ganz samtartig. Und wie gesagt, davon konnte ich ja früher nur träumen. Ich meine, wenn ich mich nicht an meine Routinen halte, wie mit dem Entsaften und der Rohkost, dann merke ich, meine Haut bekommt irgendwie die Struktur von Schmiegelpapier. Und ja, leider habe ich eine genetische Veranlagung zu großen Poren, zu, ich sag mal, grober Haut eher. Und ja, deswegen finde ich, sind Säfte einfach so mein absolutes Beauty-Geheimnis. Ja, und ich arbeite übrigens mit dem M100, ein Hybrid zwischen Hochleistungsmixer und Slow Juicer. Also wenn du nicht doppelt Geld ausgeben möchtest für einen guten Hochleistungsmixer und Slow Juicer, dann empfehle ich dir definitiv diesen hier. Du kannst 70 Euro sparen und mehr Infos zu dem Gerät hier bekommst du unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt kommen wir schon zur ersten Zutat meines Anti-Aging, Anti-Faltensaft, oder ich sag's nochmal richtig cool auf Englisch, Anti-Wrinkle Juice. Ihr wisst ja heutzutage, alles was irgendwie auf Deutsch ist, klingt ja eh nicht so cool. Dafür, dass ich ja, dass Deutsch meine Muttersprache ist, spreche ich immer noch nicht sehr gutes Deutsch. Die erste Zutat in meinem Wunder-Anti-Aging-Saft ist Gurke. Ja, genau, ich halte die so. Auch wenn jetzt vielleicht ein paar Kommentare kommen. Das Tolle ist an Gurken, dass sie eines der hydrierendsten Nahrungsmittel überhaupt sind. Ich verzehre Gurken wirklich zu allen möglichen Gerichten. Also eigentlich
zu allem. Auch wenn ich Datteln esse, habe ich immer ein bisschen Gurke dabei, damit mein Körper trotzdem hydriert bleibt, weil Datteln ja kein Wasser mehr enthalten. Denen ist ja das Wasser praktisch entzogen worden. Also gerade bei Trockenfrüchten finde ich ganz wichtig, dass wir immer irgendwas Saftiges dabei haben. Denn wenn wir nicht genügend mit Flüssigkeit versorgt sind, dann ist es auch nicht gut für unser Blut. Und wie gesagt, wir wollen ja, dass unser Körper hydriert bleibt, so kann er auch besser entgiften. Und Gurken haben Calcium, Magnesium und Schwefel. Und Schwefel ist ja der Beauty-Nährstoff schlechthin, sehr wichtig für Haut, Haare, Nägel. Ist einfach ein Wundermittel, sehr alkalisch für den Körper. Wichtig ist nochmal zu erwähnen, wascht die Gurken wirklich gut. Ich habe gehört, auch teilweise Bio-Gurken werden gewachst. Nehmt vielleicht irgendein biologisches Spülmittel aus dem Biomarkt und dann schrubbt ihr die Gurke richtig ab. Ja, und jetzt kommen wir zur nächsten Beauty-Food, absoluten Beauty-Food, die ich immer in meinen Säften habe. Und ich glaube auch, einer der Gründe, warum ich nie Tränensäcke verzeichne in meinem Gesicht, unter meinen Augen. Und zwar, das ist die liebe rote Beete. Die rote Beete reinigt nämlich Nieren und Leber. Und man könnte auch sagen, unsere Haut ist wie die dritte Niere, das größte Ausscheidungsorgan. Rote Beete ist eine der Beauty-Foods schlechthin. Denn ich sehe das ja immer in meinem Gesicht morgens, wenn ich rote Beetesaft vorher, einen Tag vorher getrunken habe. Meine Haut strahlt mehr, die leuchtet mehr und ja, ich finde das einfach total interessant, was rote Beete mit einem macht. Zudem ist die rote Beete ein Blutbilder, hat Eisen, hat Selen, also lauter tolle Nährstoffe, Folsäure. Ich finde die rote Beete einfach ganz, ganz toll. Die ist sehr gut fürs Blut und ja, gesundes Blut macht natürlich auch von außen schön, wie ihr wisst. Jetzt kommen wir zur nächsten Beauty Food, die definitiv nicht in meinem Saft fehlen darf, in meinem frischen, in meinem Beauty Saft, Anti-Aging Saft, wie auch immer. Und zwar, das ist die Petersilie. Und die Petersilie hat sehr viel Vitamin C, was wichtig ist für die Kollagensynthese. Vitamin C ist einfach der Kleber vom Kollagen und ohne Vitamin C geht gar nichts. Was ich immer nicht verstehe, warum müssen wir Haut essen, um gute Haut zu bekommen? Deswegen denke ich, dass wir nicht unbedingt Tierhäute essen müssen oder Knochen, sondern wir geben unserem Körper einfach die Bausteine, dass er selber sein eigenes gesundes Kollagen zusammenbauen kann. Zudem hat die Petersilie viel Vitamin K. Vitamin K ist sehr wichtig für die Blutgerinnung, für die Wundheilung und somit natürlich auch wichtig, dass die Haut sehr schnell regeneriert. Petersilie soll auch helfen bei Pigmentflecken etc. Und vor allen Dingen die Petersilie ist natürlich auch noch sehr alkalisch. Kuckuck. Okay, ich bin zu groß mittlerweile. Ich kann mich nicht mehr dahinter verstecken. Stimmt, da ist ja noch eine Beauty Food, die habe ich ja fast vergessen. Das sind ja vier Zutaten, vier so einfache Zutaten. Und zwar hier eine Zitrone, die eigentlich aussieht wie eine Mandarine, aber es ist wirklich eine Zitrone. Und ja, Zitronen, klar, sind sehr gut, um Magensäure zu bilden. Und Magensäure haben viele von uns zu wenig, gerade in stressigen Zeiten oder wenn wir viele Teigprodukte essen. Dann kann es natürlich sein, dass die Magensäure dadurch reduziert wird. Und ihr wisst, wenn nicht alles gut verdaut wird, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere äußere Schönheit aus. Deswegen ganz, ganz wichtig für gute Enzyme und eine starke Magensäure ist, Zitronen. Vor allen Dingen ist die Zitrone unglaublich hydrierend und basisch im Körper. Also es ist genau das Gegenteil von dem, wovon man ausgeht, dass die Zitrone eigentlich den Körper sauer macht. Ganz im Gegenteil, sie wird basisch im Endprodukt der Verdauung. Ja, jetzt staut sich ja der Saft erstmal hier wieder an und dann lasse ich ihn raus. Ich finde, das sieht immer so cool aus, wenn dann der Saft hier so rausgeschossen kommt. Ja, meine Lieben, der Saft ist fertig. Der sieht richtig lecker aus, wie ich finde. Der hat auch eine sehr schöne Farbe. Rot wie Blut. Mal gucken, wie er schmeckt. Der ist richtig lecker. Ihr könnt natürlich optional immer einen Apfel mit dazugeben, wenn es euch nicht süß genug ist. Aber die rote Beete ist ja von Natur aus recht süß.
Und ja, man sollte sich vielleicht auch mal so ein bisschen wieder an die natürlichere Süße gewöhnen, auch von Karotten, rote Beete, was viele ja gar nicht als so süß empfinden, weil wir natürlich so überstimuliert sind. Unsere Geschmacksnerven sind so überstimuliert von den ganzen künstlichen Süßungsmitteln. Ja, und deswegen ist es natürlich schön, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man rote Beete wieder als süß empfindet. Bei mir ist es zumindest so, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist, dass ihr rote Beete schon mittlerweile als sehr süß empfindet, weil ihr einfach so eure Ernährung dahingehend geändert habt, ja, dass ihr nicht mehr so dieses übertriebene Süß braucht. Die Petersilie und die Zitrone reißen das echt so richtig raus. Ja, ist einfach mega. Übrigens, der Trester hier beim M100, der ist relativ trocken. Da kam auch gar nicht so viel Trester raus. Immer ein gutes Zeichen. Der hat eine hohe Saftausbeute. Für mich die höchste Saftausbeute von allen Hohrraumgeräten hat hier der Hohrraum M100. Ich habe ja schon einige Hohrraumgeräte auch getestet. Na gut, alle ist jetzt zu viel gesagt. Ich habe jetzt noch nicht jedes einzelne getestet. Aber von den populären, die ich getestet habe, hat er wirklich die höchste Saftausbeute. Generell, alle Hohrraum-Entsafter sind ja auch selbstfütternd. Das heißt, du schmeißt oben alles rein, hier in den Behälter, kannst was anderes während der Zeit machen, kommst zurück, hast einen tollen Saft gepresst. Was ich auch toll finde, wenn sich das hier ansammelt, dann kommt es zu weniger Oxidation und dann kann man es erst hier rauslassen aus dem Hahn. Es sind einfach so tolle Geräte. Hohrraum ist seit 40 Jahren der Spezialist für Slow Juicer. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, 60 bis 70 Euro sparen, wenn ihr meinen Code verwendet. Somit könnt ihr auch meine Arbeit und diesen Kanal hier unterstützen. Jetzt habe ich wahrscheinlich überall die rote Beete hängen. Ja, so muss ich mal flirten gehen hier heute Abend. Rote Zähne, rote Lippen, alles rote Beete versaut. Wie gesagt, ich freue mich immer über eure Unterstützung. Einen Daumen hoch und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Videowünsche gerne unten verewigen. Und einmal im Monat gibt es ein Saftrezept, habe ich mir jetzt vorgenommen, für eine besondere, ja, körperliche Geschichte. Wie zum Beispiel jetzt Anti-Aging. Letztens mal hatte ich ja eins zum Thema Entzündungen. Und ja, vielleicht wird es das nächste Mal eins sein für Haarwachstum, weil, obwohl, hatte ich ja sogar schon. Stimmt. Oh mein Gott, ich habe ja schon alles durch hier. Na gut, ich lasse mir was Cooles einfallen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Saftrezept ihr gerne hättet gegen welches Problem oder für ein bestimmtes Problem. Okay, ihr merkt schon, die deutsche Sprache ist nicht ganz meine Stärke. Ja, aber egal. Hauptsache, ihr versteht mich. Das ist das Wichtigste am Ende. Okay, dann bis bald. Tschüss.